in dem wir uns alle Kaufvertragsstörungen anschauen werden. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die zweite Leistungsstörung an. Die zweite Kaufvertragsstörung ist dann die Schlechtleistung. Sie wird häufig auch mangelhafte Lieferung genannt. Und jetzt erkennt ihr vielleicht wieder das Problem, denn der Begriff mangelhafte Lieferung unterstellt zum Beispiel, dass hier überhaupt eine Lieferung vom Verkäufer vorgenommen wird. Und darüber hinaus kann man aus dem Begriff mangelhafte Lieferung ja auch entnehmen, dass eben grundsätzlich ein Mangel an der Kaufsache vorliegen muss. Und auch das ist eben in der Praxis nicht der Fall. Denn tatsächlich kann der Verkäufer auch eine mit Mängeln behaftete Sache verkaufen, wenn dies im Kaufvertrag vereinbart ist. Daher spricht eben vieles dafür, die Kaufvertragsstörung Schlechtleistung zu nennen, denn auch hier kann man aus dem Begriff wieder entnehmen, dass eine Schlechtleistung eben dann vorliegt, wenn der Verkäufer die Kaufsache nicht wie vereinbart dem Käufer übergibt. Schlechtleisten bedeutet also in diesem Zusammenhang, dass der Verkäufer die Kaufsache nicht wie vereinbart übergibt. Aufgrund dieser logischen Zusammenhänge kann man nämlich jetzt die Abweichung in der Praxis festlegen. Die Kaufsache wird nämlich nicht wie vereinbart übergeben, wenn eine Abweichung in der Qualität besteht. Bei der Qualität unterscheidet man dann grundsätzlich zwischen Güte und Beschaffenheit. Im Fall der Abweichung bei der Güte handelt es sich um eine Kaufsache, die zwar so ist wie vereinbart, jedoch bei den Qualitätsanforderungen nicht dem Vereinbarten entspricht. Und hier könnt ihr eben erkennen, der Verkäufer übergibt keine mangelhafte Sache, sondern eine Sache, die nicht so ist wie eben im Kaufvertrag vereinbart. Im Fall der Abweichung bei der Beschaffenheit liegt dann aber tatsächlich ein Mangel vor. Das heißt also zum Beispiel, die Kaufsache ist beschädigt. Und allein bei der Qualität erkennt ihr jetzt eben, dass eine Sache nicht grundsätzlich kaputt sein muss, damit hier eine mangelhafte Lieferung vorliegt. Eine weitere Abweichung zum Kaufvertrag kann dann auch sein, dass der Verkäufer eine einwandfreie Sache übergibt, diese aber eben nicht in der Art der Vereinbarten entspricht. Auch in diesem Fall liegt dann also eine Schlechtleistung vor, denn der Verkäufer übergibt einen falschen Artikel. Und eine Schlechtleistung kann auch dann vorliegen, wenn der Verkäufer eine andere Menge als die vertraglich vereinbarte Menge an den Käufer übergibt. Und jetzt müsst ihr an dieser Stelle beachten, dass dies dann nur der Fall ist, wenn er zu wenig übergibt. Das heißt also, die Menge ist geringer als im Kaufvertrag vereinbart. Wenn nun also einer dieser drei Bedingungen vorliegt, spricht man von einer sogenannten Schlechtleistung. Dann gibt es in der Praxis noch ein paar Sonderfälle, auf die ich euch an dieser Stelle jetzt hinweisen möchte. Eine Schlechtleistung liegt auch dann vor, wenn ein sogenannter Rechtsmangel vorliegt. Das ist deswegen ein Sonderfall, weil in diesem Fall ist dann der Verkäufer gar nicht der Eigentümer der Kaufsache und Inhalt des Kaufvertrags ist ja, dass der Verkäufer das Eigentum an den Käufer überträgt. Wenn der Verkäufer jetzt selbst nicht Eigentümer ist, liegt dann ein sogenannter Rechtsmangel vor. Ein weiterer Sonderfall ist dann der Montagemangel. Hier wird die Kaufsache einwandfrei an den Käufer übergeben, aber im Kaufvertrag wurde auch die Montage der Kaufsache vereinbart und hier schlägt dann eben die Montage der Kaufsache fehl. Und auch hier erkennt ihr wieder, dass es sich um einen Sonderfall handelt. Und ein letzter Sonderfall ist dann der sogenannte digitale Mangel, der bei elektronischen Geräten auftreten kann. Aber auf diesen Sonderfall gehe ich auch in diesem Video nicht ein. Wenn ihr auch hier genaueres wissen wollt, schaut euch das entsprechende Video zur Schlechtleistung an. Da ihr ja jetzt erkannt habt, wie man einen Mangel definiert, achtet mal im nächsten Schritt darauf, dass im Fall des Artmangels oder des Mengenmangels, also bei der zu geringen Lieferung, im Grunde genommen gar keine Schlechtleistung vorliegt. Auch das wird euch jetzt wieder verwundern, denn tatsächlich handelt es sich ja hier um den Tatbestand einer nicht rechtzeitigen Lieferung. Das klingt jetzt wieder ein bisschen komisch, aber ihr solltet mal darauf achten. Denn wenn sich aus dem Kaufvertrag für den Verkäufer die Verpflichtung ergibt, die vereinbarte Kaufsache an den Käufer zu übergeben, der Verkäufer dann aber einen anderen Artikel oder eine zu geringe Menge übergibt, dann liegt ja hier tatsächlich eine nicht rechtzeitige Lieferung vor. Denn er übergibt ja zum vereinbarten Zeitpunkt nicht die vereinbarte Sache im Fall des Artmangels oder es fehlt eine Menge, die im Kaufvertrag vereinbart wurde und da diese ja fehlt, liefert der Verkäufer im Grunde genommen nicht rechtzeitig. Und jetzt seht ihr also, dass es in der Praxis tatsächlich gar nicht darauf ankommt, die schlechte Leistung einer bestimmten Kaufvertragsstörung zuzuordnen, weil diese eben im BGB alle gleich geregelt sind. Im nächsten Schritt müsst ihr jetzt beachten, dass ein solcher Qualitätsmangel, auf den wollen wir uns ja jetzt beschränken, ein Mangel ist, der bereits bei der Übergabe vorliegen muss. Das ist auch ein ganz wichtiger Tatbestand, achtet also darauf, der Mangel muss bereits bei der Übergabe der Kaufsache vorliegen. Deswegen kann man nämlich jetzt im nächsten Schritt Mängel danach unterscheiden, ob ein sogenannter offener oder ein versteckter Mangel vorliegt. Von einem offenen Mangel spricht man, wenn direkt bei der Übergabe erkennbar ist, ob der Mangel vorliegt. Das hängt jetzt eben damit zusammen, dass im Kaufvertrag ja grundsätzlich eine Qualität der Kaufsache vereinbart wurde. Und wenn der Käufer sofort beim Erhalt der Kaufsache erkennt, dass hier eine Abweichung vorliegt, dann spricht man eben von einem offenen Mangel. Jetzt kann es in der Praxis aber so sein, dass ein Mangel bereits bei der Übergabe vorliegt, dieser aber zunächst einmal nicht erkennbar ist.
Und in einem solchen Fall spricht man dann eben von einem versteckten Mangel. Im nächsten Schritt müsst ihr jetzt beachten, dass der Verkäufer grundsätzlich gemäß BGB dazu verpflichtet ist, die sogenannte Sachmangelhaftung zu übernehmen. Das bedeutet dann also, er übernimmt die Haftung dafür, dass die Kaufsache so ist, wie sie im Kaufvertrag vereinbart wurde. Und jetzt weise ich euch eben nochmal darauf hin, es kann also sein, dass im Kaufvertrag zum Beispiel der Verkauf eines gebrauchten, defekten Gegenstands vereinbart wurde. Allein aufgrund der Tatsache, dass die Kaufsache also dann defekt ist, ergibt sich nicht, dass hier ein Mangel vorliegt, denn genau das wurde ja im Kaufvertrag vereinbart. Ein Mangel liegt also gemäß BGB, und das werdet ihr jetzt logisch nachvollziehen können, nur dann vor, wenn tatsächlich eine Abweichung zu dem vorliegt, was im Kaufvertrag vereinbart wurde. Und für solche Mängel übernimmt der Verkäufer dann eben die sogenannte Sachmangelhaftung, ein wichtiger Begriff, den ihr lernen müsst. Und an dieser Stelle weise ich euch mal darauf hin, dass diese Sachmangelhaftung zeitlich begrenzt ist. Für die, die sich schon ein bisschen besser damit auskennen, die wissen nämlich schon, dass sich diese Sachmangelhaftung in der Regel auf 2 Jahre ab Übergabe der Kaufsache beschränkt. Ihr könnt euch also schon mal merken, die Sachmangelhaftung beträgt normalerweise 2 Jahre. Aber darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Im nächsten Schritt müssen wir uns nämlich jetzt zunächst einmal genauer anschauen, wann eigentlich genau eine Abweichung bei der Qualität vorliegt. In der Praxis spielt nämlich hier jetzt eine wichtige Rolle, was konkret im Kaufvertrag vereinbart wurde. Die erste Möglichkeit ist, dass im Kaufvertrag grundsätzlich die Kaufsache nur der Gattung nach bestimmt wurde. Das könnte also in der Praxis so sein, dass das Unternehmen einen Kopierer der Marke XY kauft, aus dem Kaufvertrag heraus ist zu entnehmen, dass das Modell YZ gekauft wurde und aufgrund dieses Modells ergeben sich dann entsprechende Leistungsmerkmale, die dieser Artikel erbringen muss. Aufgrund dieser Festlegung im Kaufvertrag ergibt sich nämlich jetzt, dass die Kaufsache diesen sogenannten objektiven Anforderungen entsprechen muss. Jetzt müsst ihr wieder darauf achten, das ist nämlich ein wichtiger juristischer Begriff. Hier liegen sogenannte objektive Anforderungen vor, weil man ja aus dem Kaufvertrag genau entnehmen kann, was der Käufer hier erwarten kann. Alternativ dazu kann nämlich im Kaufvertrag die Kaufsache auch speziell bestimmt werden. In der Praxis wäre es also möglich, dass man einen Kopierer der Marke XY und Modell YZ kauft und im Kaufvertrag wird dann auch genau festgelegt, was man von diesem Kopierer erwarten kann. Also anders als bei den objektiven Anforderungen werden hier sogenannte subjektive Anforderungen wie zum Beispiel Gebrauchsspuren im Kaufvertrag festgelegt. Und jetzt erkennt ihr eben, dass die Kaufsache genau diesen subjektiven Anforderungen entsprechen muss, die sich aufgrund des Kaufvertrags ergeben. Ihr solltet also bei praxisbezogenen Fällen unbedingt auf den Unterschied zwischen objektiven und subjektiven Anforderungen achten. Das müsst ihr unbedingt lernen. Denn daraus ergibt sich jetzt eben das, was ich euch bereits eben erklärt habe, dass nämlich eine Kaufsache also nicht grundsätzlich mangelhaft ist, weil sie einen Mangel aufweist. Das habt ihr ja bei den subjektiven Anforderungen erkannt, denn wenn diese im Kaufvertrag festgelegt werden, kann die Kaufsache also tatsächlich einen Mangel aufweisen. Ein Mangel im Sinne der Schlechtleistung liegt nur dann vor, wenn eine Abweichung vom vertraglich Vereinbarten vorliegt. Und das könnte dann auch im Fall der subjektiven Anforderungen tatsächlich der Fall sein. Wenn also zum Beispiel im Kaufvertrag vereinbart wurde, dass ein gebrauchter Kopierer verkauft wird und der Verkäufer hat den Kopierer zum Beispiel anhand von Fotos dargestellt, dann kann der Käufer ja davon ausgehen, dass der Kopierer genau diese Gebrauchsspuren aufweist. Liegen dann aber in der Praxis tatsächlich stärkere Gebrauchsspuren am Kopierer vor, liegt eben eine Abweichung von dem, was im Kaufvertrag vereinbart wurde, vor und man spricht also dann von einem Mangel. Und zu guter Letzt solltet ihr noch darauf achten, dass eine Kaufsache sich übrigens grundsätzlich für die Nutzung eignen muss, die man gewöhnlich von ihr erwarten kann. Auch das ist nochmal etwas Wichtiges, was man beachten muss. Jetzt habt ihr ja eben bereits gesehen, dass der Verkäufer grundsätzlich gemäß BGB verpflichtet ist, die sogenannte Sachmangelhaftung zu übernehmen. Das bedeutet also, die Kaufsache muss sich grundsätzlich zu der vereinbarten Nutzung eignen und es dürfen keine Abweichungen bei den objektiven und subjektiven Eigenschaften vorliegen. In § 438 BGB wird dann festgelegt, dass diese Sachmangelhaftung grundsätzlich nach 2 Jahren verjährt. Und jetzt müsst ihr wieder darauf achten, was dies genau bedeutet. Das heißt nämlich, dass der Käufer grundsätzlich darauf bestehen kann, dass wenn ein Mangel an der Kaufsache vorliegt, der Verkäufer diese sie innerhalb von 2 Jahren behebt. Der Käufer kann sich also grundsätzlich auch noch später an den Verkäufer wenden, aber gemäß § 438 BGB muss der Verkäufer diese Rechte dann nicht mehr gegen sich gelten lassen. Das bedeutet dann nämlich juristisch, dass diese Sachmangelhaftung verjährt ist. Im nächsten Schritt müsst ihr jetzt darauf achten, dass diese vom BGB vorgegebene Sachmangelhaftung im konkreten Kaufvertrag ausgeschlossen werden kann. Das heißt also, wenn Käufer und Verkäufer sich im Kaufvertrag darauf einigen, dass die Sachmangelhaftung nicht vom Verkäufer übernommen wird, dann gilt die Vorgabe des § 438 BGB nicht. Das hängt damit zusammen, dass Käufer und Verkäufer sich individuell über die Bedingungen im Kaufvertrag einigen können.
Und jetzt gilt aber auch hier wie immer, dass es eine Ausnahme von der Regel gibt. Denn beim sogenannten Verbrauchsgüterkauf ist der Ausschluss der Sachmangelhaftung nicht möglich. Jetzt müsst ihr natürlich wieder wissen, was ein Verbrauchsgüterkauf ist. Das ist ein Kaufvertrag, bei dem der Verkäufer Unternehmer und der Käufer Verbraucher ist. Und jetzt achtet eben darauf, wenn ein solcher Kaufvertrag vorliegt, kann man die Sachmangelhaftung im Kaufvertrag nicht ausschließen. Und auch hier gibt es wieder eine Ausnahme von der Ausnahme, nämlich wenn der Verkäufer hier eine gebrauchte Sache verkauft. In diesem Ausnahmefall ist nämlich möglich, die Sachmangelhaftung auf ein Jahr zu beschränken, aber auf diesen Sonderfall gehen wir jetzt nicht auch noch genauer ein. Wenn jetzt der Käufer der Meinung ist, dass an der Kaufsache ein Sachmangel vorliegt, müsste er jetzt als nächstes beachten, dass der Käufer jetzt grundsätzlich nachweisen muss, dass dieser Mangel bereits bei Übergabe der Kaufsache vorgelegen hat. Oder anders ausgedrückt, der Käufer muss beweisen, dass er selbst nicht für diesen Mangel verantwortlich ist. Und jetzt könnt ihr euch sicher vorstellen, dass das in der Praxis häufig zu Problemen führt. Deswegen hat der Gesetzgeber für Verbrauchsgüterkäufe, also bei Käufen, bei denen der Käufer eine Privatperson ist, eine Ausnahme festgelegt. Wenn also eine Privatperson eine Sache kauft und ein Mangel tritt an der Kaufsache auf, dann gilt für das erste Jahr nach Erhalt der Kaufsache die sogenannte Beweislastumkehr. Das bedeutet dann nämlich in der Praxis, dass hier der Verkäufer nachweisen muss, dass er nicht für den Mangel verantwortlich ist. Das heißt also, die Beweislast dreht sich hier für die ersten 12 Monate nach Erhalt der Kaufsache um. Aber achtet bitte darauf, dass dies nur gilt, wenn der Käufer Verbraucher ist. Denn nur in diesem Ausnahmefall sieht hier das BGB den Schutz des Verbrauchers vor. Wenn ihr jetzt verstanden habt, was man unter der Sachmangelhaftung versteht, müsst ihr euch als nächstes mit den sogenannten Prüf- und Rügepflichten des Käufers auskennen. Prüfen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Käufer die Kaufsache auf Mängel hin kontrollieren muss. Und rügen bedeutet, dass der Käufer den Verkäufer im Fall des Mangels auf diesen Mangel hinweisen muss. Denn im nächsten Schritt schauen wir uns gleich an, wie diese Prüf- und Rügepflicht bei unterschiedlichen Käufern geregelt ist. An dieser Stelle muss ich euch aber leider noch auf eine Besonderheit hinweisen, denn es gibt auch noch einen sogenannten arglistig verschwiegenen Mangel. Das ist dann ein Mangel an der Kaufsache, den der Verkäufer kennt, aber absichtlich gegenüber dem Käufer verschweigt. In diesem Fall gilt nämlich nicht die zweijährige Sachmangelhaftung, sondern eine spezielle Verjährungsfrist von 3 Jahren. Und bei dieser speziellen Verjährungsfrist von 3 Jahren müsst ihr dann wiederum beachten, dass diese erst mit Ablauf des Jahres beginnt, in dem die Kaufsache an den Käufer übergeben wurde. Also ihr seht, nochmal eine besondere Ausnahme, die ihr lernen solltet. Schauen wir uns nun aber mal die speziellen Regelungen zu den Prüf- und Rügepflichten an. Hier müsst ihr nämlich unterscheiden, ob der Käufer Kaufmann oder Verbraucher ist. Das hängt damit zusammen, dass für den Kaufmann neben dem BGB noch das strengere HGB gilt. Auch zum Kaufmann und zum Kaufmannsstatus findet ihr natürlich in meinem Kanal spezielle Videos. Wenn es sich also bei dem Käufer um einen Kaufmann handelt, dann hat dieser eine unverzügliche Prüfungspflicht. Anders ausgedrückt, der Kaufmann muss die Kaufsache bei Erhalt sofort ohne schuldhaftes Verzögern auf Mängel prüfen. Jetzt müsst ihr also wieder beachten, wenn der Käufer ein Kaufmann ist und er erhält die Kaufsache, dann muss er eben sofort nachsehen, ob bei der Kaufsache ein offener Mangel vorliegt. Das muss dann in der Praxis aber nicht sofort erfolgen, sondern es darf eben nicht zu spät erfolgen. Das ist ein bisschen schwammig ausgedrückt, man nennt das Ganze ohne schuldhaftes Verzögern. Ihr könnt euch also merken, innerhalb weniger Tage sollte hier eine Prüfung der Kaufsache vorgenommen werden. Das hat dann nämlich Konsequenzen, weil wenn dann ein offener Mangel vorliegt, muss der Kaufmann den Mangel dann auch unverzüglich beim Verkäufer rügen. Rügt er also zu spät, bedeutet das für ihn, dass der Verkäufer die Sachmangelhaftung ablehnen kann. Handelt es sich bei dem Käufer hingegen um einen Verbraucher, also um eine Privatperson, ist das Ganze etwas günstiger geregelt, denn hier gibt es grundsätzlich keine Prüfpflicht. Anders ausgedrückt, der Käufer muss die Kaufsache nicht auf offene Mängel prüfen. Und auch bei der Rüge ist das Ganze nicht so streng geregelt, denn hier gilt ja wie gesagt nur das BGB. Der Verbraucher hat hier die Möglichkeit, jeden Mangel, also einen offenen oder einen versteckten Mangel, innerhalb von 2 Jahren, also innerhalb der Sachmangelhaftung, beim Verkäufer vorzubringen und seine Rechte geltend zu machen. Jetzt wisst ihr also bis hierhin, wann ein Sachmangel vorliegt und welche Sonderfälle hierbei zu beachten sind. Dann können wir uns nämlich jetzt im nächsten Schritt anschauen, welche Rechte der Käufer hat, wenn ein solcher Sachmangel vorliegt. Zunächst einmal müsst ihr wieder beachten, dass natürlich der Kaufvertrag trotz des Mangels weiterhin gültig ist. Das hat nämlich dann zur Folge, dass der Käufer nicht einseitig vom Kaufvertrag zurücktreten kann. Das haben wir ja bereits bei der Kaufvertragsstörung Unmöglichkeit der Leistung erkannt. Und trotzdem, so habe ich das oft erlebt, gibt es gerade bei diesem Punkt immer wieder Diskussionen, denn viele stören sich daran, die sind nämlich der Meinung, man könne natürlich im Fall des Mangels sofort vom Kaufvertrag zurücktreten. Das hängt aber wieder damit zusammen, dass viele von euch hier mit einem Sonderfall argumentieren, und zwar mit dem sogenannten Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen.
Denn viele von euch haben zum Beispiel Erfahrung mit Online-Kaufverträgen und wissen daher, dass man hier innerhalb von 2 Wochen jederzeit die Kaufsache zurückschicken kann, also vom Kaufvertrag zurücktreten kann. Aber bitte beachtet, dass es sich eben hierbei um einen Sonderfall handelt, denn dieses Widerrufsrecht gibt es nur bei sogenannten Fernabsatzverträgen. Aber in diesem Video schauen wir uns ja ganz normale Kaufverträge an und achtet eben darauf, hier gibt es dieses Widerrufsrecht grundsätzlich nicht. Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der Sachmangelhaftung gibt es dann auch immer, weil man diese mit der sogenannten Garantie verwechselt. Jetzt müsst ihr wieder darauf achten, eine Garantie ist eine freiwillige Leistung des Verkäufers bzw. des Herstellers. Das Besondere ist eben freiwillige Leistung. Denn in der Praxis ist es so, dass der Verkäufer oder der Hersteller der Kaufsache hier dem Käufer individuelle Rechte zubilligt. Das kennen viele von euch, denn zum Beispiel kann man Sachen kaufen mit einer sogenannten Geld-Zurück-Garantie oder ihr habt schon mal eine Sache gekauft unter der Bedingung Umtausch gegen Gutschein oder ihr habt schon mal erlebt, dass der Verkäufer grundsätzlich ein Rückgaberecht für 4 Wochen akzeptiert. Jetzt müsst ihr aber eben darauf achten, dass solche Garantien freiwillige Leistungen des Verkäufers bzw. Herstellers sind. Das heißt, sich hier also für den Käufer keine Rechte ergeben aufgrund des BGBs, sondern aufgrund der vertraglichen Vereinbarung. Ihr müsst also unbedingt auf den Unterschied achten, dass sich ein Umtauschrecht aufgrund einer freiwilligen Leistung ergibt, also einer Kulanzleistung, und dass die Sachmangelhaftung hingegen im BGB geregelt ist. Das hängt nämlich damit zusammen, dass wir ja hier in diesem Video die Rechte bei der Sachmangelhaftung besprechen wollen. Und das heißt also, wir sprechen nicht von einem Umtausch. Ich hoffe, dieser Unterschied ist euch jetzt klar geworden. Dann können wir uns nämlich jetzt anschauen, welche Rechte der Verkäufer aufgrund der Regelung aus dem BGB hat. Und jetzt wisst ihr ja schon, dass hier wieder unsere 3 grundsätzlichen Regelungen anzuwenden sind. Das heißt also, der Kaufvertrag ist gültig und der Verkäufer hat grundsätzlich erstmal das Recht auf Nacherfüllung. Das habe ich euch ja bei der ersten Kaufvertragsstörung schon erklärt. Das heißt also, der Käufer muss dem Verkäufer jetzt erstmal die Möglichkeit geben, seine nicht ordnungsgemäß erbrachte Verpflichtung nachzuholen. Und das nennt man eben Nacherfüllung. Ein Begriff, den ihr lernen müsst. Denn hieraus ergeben sich jetzt eben die Rechte für den Käufer, denn der kann jetzt eben Nacherfüllung vom Verkäufer verlangen. Und da es hierzu nicht notwendig ist, eine Nachfrist zu setzen, spricht man hier vom sogenannten vorrangigen Recht. Jetzt ist es in der Praxis so, dass man bei der Nacherfüllung zwischen der Nachbesserung und der Neulieferung unterscheidet. Wieder 2 wichtige Begriffe, die ihr unbedingt lernen müsst. Bei der Nachbesserung erhält der Verkäufer nämlich die Möglichkeit, den Schaden zu reparieren. Und bei der Neulieferung ersetzt der Verkäufer die mangelhafte Sache durch eine einwandfreie Sache. Die Unterscheidung zwischen Nachbesserung und Neulieferung spielt in der Praxis deswegen eine Rolle, weil sie natürlich unterschiedliche Folgen für den Käufer hat. Das könnt ihr euch sicher vorstellen, bei der Nachbesserung muss der Verkäufer die mangelhafte Sache dem Verkäufer zur Reparatur übergeben und dann eine Zeit lang darauf verzichten. Und eine Neulieferung, also eine Ersatzlieferung, ist grundsätzlich immer nur dann möglich, wenn der Schaden an der Kaufsache nicht grundsätzlich alle gleichen Artikel der Kaufsache betrifft. Denn dann hätte ja die Ersatzlieferung in der Praxis gar keinen Sinn, weil ja alle Kaufsachen den gleichen Mangel aufweisen. Ihr seht also, dass in der Praxis die Unterscheidung zwischen Nachbesserung und Neulieferung wirklich wichtig ist. Deswegen lernt sie bitte. Im nächsten Schritt spielt jetzt bei der Nacherfüllung die Nachfrist natürlich eine wichtige Rolle und auch hier gibt es wieder eine Besonderheit, die zu beachten ist. Denn, das habt ihr jetzt gesehen, der Käufer muss dem Verkäufer die Nacherfüllung ermöglichen, aber diese Nacherfüllung muss natürlich innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen. Das bedeutet dann nämlich in der Praxis, dass der Käufer hier nicht dem Verkäufer unbedingt eine spezielle Nachfrist setzen muss. Denn diese Nachfrist ergibt sich ja aufgrund der Verpflichtung zur Nacherfüllung. Verstreicht nämlich diese angemessene Frist, ohne dass der Verkäufer eine Nacherfüllung vornimmt oder schlägt diese Nacherfüllung fehl. In der Praxis geht man davon aus, dass nach 2 erfolglosen Nachbesserungsversuchen die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Dann kann der Käufer in diesen Fällen seine nachrangigen Rechte geltend machen. Und jetzt achtet eben auf den Unterschied zwischen vorrangigen und nachrangigen Rechten, denn das ist eben bei allen Kaufvertrags- bzw. Leistungsstörungen gleich geregelt und ihr werdet das im Laufe dieses Videos immer wieder sehen. Das heißt, die Begriffe sind jetzt eben neu, die müsst ihr eben lernen, aber ihr werdet sehen, im weiteren Verlauf des Videos kommen sie immer wieder vor und dann erkennt ihr auch die logischen Zusammenhänge. Das hatte ich euch ja versprochen. Schauen wir uns jetzt also an, welche nachrangigen Rechte der Käufer hat. Hier müsst ihr 3 Alternativen unterscheiden. Zunächst hat der Käufer die Möglichkeit, eine sogenannte Preisminderung durchzusetzen. Da die Kaufsache ja einen Mangel aufweist und daher nicht dem entspricht, was man vertraglich vereinbart hat, kann der Käufer den Kaufpreis um die entsprechende Wertminderung verringern.
Logischerweise muss die Preisminderung dann angemessen sein, das heißt bezogen auf die Auswirkungen des Mangels, die dieser auf die Kaufsache hat. Das zweite Recht, was dem Käufer zusteht, ist der Rücktritt vom Kaufvertrag. Und jetzt erkennt ihr eben, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, dann hat der Käufer tatsächlich das Recht, einseitig den Kaufvertrag aufzuheben. Er muss dann also die mangelhafte Kaufsache dem Verkäufer zurückgeben und er erhält dann, wenn er den Kaufpreis bereits gezahlt hat, diesen vom Verkäufer erstattet. Und das letzte Recht, das kennen wir ja auch schon, das ist dann der Schadenersatz statt der Leistung. Das bedeutet dann in der Praxis, wenn durch den Mangel, der an der Kaufsache vorliegt, ein Schaden entstanden ist, dann muss der Verkäufer diesen Schaden ersetzen. Aber auch das ist, denke ich mir, logisch. In der Praxis, da könnt ihr jetzt mal darauf achten, spielt es dann eine Rolle, welcher Mangel an der Kaufsache genau vorliegt und welche Bedeutung die Kaufsache für den Verkäufer hat, denn abhängig davon werden hier diese drei Rechte gewählt. Wenn also zum Beispiel bei der Kaufsache ein geringer Mangel vorliegt, dann wird in der Regel die Preisminderung durchgesetzt. Und ist der Mangel für den Käufer erheblich, kann die Kaufsache also gar nicht so verwendet werden, wie er sich das eigentlich im Kaufvertrag dachte, dann wird der Käufer hier eher den Rücktritt vom Kaufvertrag wählen. Aber das müsst ihr dann eben in der Praxis abhängig vom konkret vorliegenden Schaden selbst entscheiden. Damit ihr euch das jetzt alles besser merken könnt, schauen wir uns wieder einen praktischen Fall an. Die Lara Wolf KG kauft jetzt bei der Büro Megamarkt GmbH einen Kopierer für 6.000 Euro. Der Kaufvertrag wird am 16. Mai abgeschlossen und es wird eine Lieferung bis 31. Mai vereinbart. Am 27. November des gleichen Jahres weist dann der Kopierer einen Defekt auf. Und jetzt müsst ihr eben entscheiden, was der Käufer in diesem Fall tun kann. Das erste, was ihr beachten müsst, ist, dass im vorliegenden Fall ein sogenannter zweiseitiger Handelskauf vorliegt, also neben dem BGB auch das HGB zu beachten ist. Das bedeutet dann, dass die Lara Wolf KG bei Erhalt des Kopierers diesen auf offene Mängel hin prüfen muss. Aber ein solcher offener Mangel lag ja in unserem Fall gar nicht vor, denn der Mangel trat ja erst am 27.11. auf. Es handelt sich also um einen versteckten Mangel. Als erstes muss man dann aber prüfen, ob hier tatsächlich ein Mangel vorliegt. Wenn sich also am Kopierer der Defekt lediglich aufgrund einer Abnutzung ergeben hat, liegt hier tatsächlich gar kein Mangel vor. Grundsätzlich ist es aber so, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass ein Kopierer bei normaler Nutzung mindestens 2 Jahre hält. Wenn also feststeht, dass hier tatsächlich am Kopierer ein Mangel vorliegt, dann muss der Käufer den Verkäufer über den Mangel unverzüglich informieren. Das bedeutet also eine Rüge aussprechen. Jetzt müsst ihr an dieser Stelle aber beachten, dass der Käufer nachweisen muss, dass er nicht selbst für diesen Mangel verantwortlich ist. Bitte denkt dran, es liegt ein zweiseitiger Handelskauf vor, die Beweislastumkehr gilt hier nicht. Wenn jetzt der Käufer den Verkäufer über den Mangel informiert hat, muss der Verkäufer zunächst einmal die Möglichkeit der Nacherfüllung erhalten. Das heißt also, der Käufer muss dem Verkäufer die Möglichkeit geben, entweder den Mangel durch Nachbesserung zu beseitigen oder die mangelhafte Sache durch eine einwandfreie auszutauschen, also eine Neulieferung durchzuführen. Achtet bitte darauf, dass dies die sogenannten vorrangigen Rechte sind. Schlägt dann die Nacherfüllung fehl bzw. wird diese vom Verkäufer abgelehnt, dann kann der Käufer entweder vom Kaufvertrag zurücktreten, das heißt die Lara Wolf KG kann nach dem 27.11. dann den Kopierer an den Verkäufer zurückgeben, obwohl der Kopierer bereits gebraucht wurde, und kann dann im Gegenzug den gezahlten Kaufpreis zurückerhalten. Alternativ dazu könnte die Lara Wolf als Käufer aber auch eine Preisminderung verlangen, wenn der Kopierer trotz des Mangels weiterhin verwendet werden kann oder wenn der Mangel durch die Lara Wolf KG beseitigt wird. Und in diesem Fall wäre dann auch zum Beispiel der Schadenersatz sinnvoll, denn durch die von der Lara Wolf selbst durchgeführte Reparatur ist der Lara Wolf KG als Käufer ja ein Schaden entstanden und diesen Schaden kann sie sich dann vom Verkäufer ersetzen lassen. Und achtet in dem Zusammenhang bitte darauf, dass diese drei Rechte dann die sogenannten nachrangigen Rechte sind. Auch bis hierhin, denke ich mir, ist das alles noch nicht so ganz einfach für euch. Deswegen schauen wir uns mal die nächste Leistungsstörung an und es kommen wieder die gleichen rechtlichen Zusammenhänge vor. Ihr werdet dann sehen, dass es sich im Laufe der Zeit dann einstellt, dass ihr wirklich erkennt, dass es alles recht einfach zu lernen ist. Deswegen schauen wir uns jetzt die dritte Leistungsstörung an, nämlich die nicht rechtzeitige Lieferung.